Ja, in diesem Video zeigen wir wieder Ausschnitte aus unserem Training. Dieses Mal geht es um Ellbögen im Wing Chun. Das heißt, ich zeige, wie ich hier die Ellbogentechniken des Wing Chun anwende gegen Trainingspartner. Ja, jetzt schauen wir uns wieder eine der Anwendungen genau an. Und zwar diese. Er greift mich hier an mit einem geraden Vorstoß. Kann ein Wing Chun Vorstoß sein, kann ein fremdstilmäßiger Vorstoß sein. Egal. Ich gehe auf jeden Fall, von hier aus mache ich hier noch keinen Ellbogen. Ich lehne mich nicht nach vor. Ich gehe in die richtige Distanz. Das heißt, ich gehe hier nach vor, hier bin ich in der richtigen Distanz. Er hält mich hier außen auf. Deswegen entsteht bei mir ein Lapser. Das heißt, ich lasse hier einfach fallen, mache einen Lapser und dann einen Ellbogenangriff mit links. Beim ersten Ellbogen mache ich hier einen Lanza-Ellbogen aus der Chunky. Das heißt, er greift an und gehe so nach vor. Jetzt mache ich hier Lapser. Hier, ich kann auch einen Lanza machen oder einen Pai bzw. einen Quai aus der Beauty. Das heißt, diesen hier, einen Quai, also 45 Grad hier, dieser Ellbogen. Zuerst gehe ich nach vorne mit Lanza, Lapser, Quai. Eins und zwei. Natürlich kann ich dann hier zum Beispiel noch einen aufsteigenden Ellbogen hinterher schicken. Hier, ich gehe auch etwas raus in die Flanke, er kommt, ich gehe in die Flanke raus und jetzt bin ich hier. Greife an, kann hier auch Faxa machen oder aufsteigender Ellbogen, wenn der Gegner noch hier ist. Ganz langsam. Von der anderen Seite. Er kommt hier mit dem Vorstoß, mit rechts, ich gehe leicht raus. Hier ist schon einmal schwer zum Aufhalten. Wenn ich hier voll im Schwung bin, werde ich ihn wahrscheinlich sowieso eindrücken. Sagen wir mal, er hält auf. Wenn er hier außen aufhält, kann ich schön Lapser machen. Ellbogen und aufsteigender Ellbogen.